Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir besuchen in diesem Video das Toverland in den Niederlanden im Jahr 2020 und lassen uns verzaubern von diesem oft unterschätzten Freizeitpark. Toverland wurde 2001 als reiner Indoor-Park für Familien mit Kleinkindern eröffnet. Auch damals gab es mit dem Toos Express bereits die erste Achterbahn zu erleben. In 2004 wurde der Park mit einer zweiten Halle erweitert. Im Wunderwald genannten Bereich befinden sich eine Wildwasserbahn, die Bobcat-Bahn, Maximus Blitzbahn und viele weitere Flatrides und Spielmöglichkeiten. Außerdem wurde mit dem Motorbike-Coaster Booster Bike eine Achterbahn-Weltpremiere geboten. Im 2013 eröffneten Themenbereich, dem Magische Walei, findet ihr den Max Spinning Coaster De Wervelwind, dem Rapid River Django River und weitere Fahrgeschäfte für Kinder. Der Bereich bietet auch verschiedene Wasserspielplätze und eine Fontänenshow. In 2018 folgte Toverlands bisher größte flächenmäßige Erweiterung. Der Themenbereich Avalon wird eröffnet mit der Bootsfahrt Merlins Quest. Diese verfügt über einen wunderschönen Dark Ride Part. Außerdem wurde im selben Jahr im Avalon der B&M Wing Coaster Phoenix eröffnet. Übrigens einer der größten Wing Coaster von der Achterbahnschmiede B&M in Europa. Wipes.
befinden wir uns im ebenfalls 2018 neu eröffneten Themenbereich und gleichzeitig neuem Eingangsgebiet Fort Laguna. Urlaubsfeeling pur bietet dieser schöne Bereich, samt Leuchtturm, Gastronomie, Showbühne und vielen schönen Verweilmöglichkeiten. Besonders abends strahlt Port Laguna eine besonders magische Stimmung aus. Impressionen aus dem Toverland, bevor wir zum nächsten Highlight kommen. Der Themenbereich rund um die 2007 eröffnete Holzachterbahn Troy, die von den amerikanischen Spezialisten für Holzachterbahnen GCI erbaute Bahn, ist die größte ihrer Art in den Benelux-Ländern. Sie zählt für viele Achterbahnfans zu der besten Bahn ihrer Kategorie in Europa. Außerdem befinden sich in diesem Bereich von Toverland noch die Schiffsschaukel Scorpions und eine Pferdereitbahn für die kleinen Gäste.
verabschiede ich mich für dieses Video von euch. Ich hoffe, es hat euch meine kleine Rundreise durch Toverland gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert auch gerne die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis bald auf diesem Kanal!